üben wir jetzt mal. Der Slogan geht, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier. Danke dir vielmals. Hallo, ich freue mich, euch zu sehen. Gut seht ihr aus. Und ihr seid viele, das freut mich auch. Und ihr seid der Beweis, dass Prohibition und Repression nicht verhindert, dass Leute für ihr Recht kämpfen, selbstbewusst und selbstbestimmt und aufgeklärt zu konsumieren. Und ich bin stolz darauf, dass Leute trotz der Angst vor Repression dafür seit so langer Zeit politisch einstehen und kämpfen. Dafür möchte ich euch erstmal bedanken. Aber ich bin auch ein bisschen genervt. Ich bin auch ein bisschen genervt davon, jedes Jahr Hanf Parade, jedes Jahr sagen wir, guckt mal, wir sind selbstbewusst, wir sind aufgeklärt und wir wollen für das Recht kämpfen. Und trotz richtigen Forderungen, die ja nicht von uns zum ersten Mal kommen, sondern die auch die Grünen stellen und die schon eine lange Regierungsbeteiligung hatten, stehen wir jedes Jahr wieder hier. Und wenn ich zurückdenke, wie ich so vor circa 12 Jahren den ersten Kontakt hatte zu Gras, wünsche ich meiner Jugend, also der Jugend in Zukunft, eigentlich nicht, dass das ähnlich abläuft. Dass man aus Angst vor Repression die Eltern belügt, dass man aus Angst vor Repression sich nicht traut, darüber zu reden, was man dort tut. Anfängt kriminell zu werden, Kontakt hat mit organisierter Kriminalität, mit 14, 13, 14 Jahren die Telefonnummer sich aufschreibt, zu irgendwelchen fremden Menschen nach Hause geht, und Angst hat, wirklich nachzufragen, was sind die Gefahren, wie funktioniert das eigentlich und nicht weiß, wohin man sich wenden soll, wenn man aufgeklärt, reflektiert und selbstbewusst konsumieren möchte. Darum möchte ich euch bitten, macht weiter so, kämpft weiter dafür, zeigt, dass es ein Schwachsinn ist, dass eine Prohibition den Konsum nicht verhindert, sondern nur dafür sorgt, dass Menschen aus Angst vor Depressionen nicht aufgeklärt werden. Deswegen bitte klärt euer Umfeld auf, kämpft weiter dafür, zeigt, dass man reflektiert und selbstbewusst konsumieren kann und helft euren Kindern dabei, das Selbstbewusstsein zu haben, sich selbst zu entscheiden, ob sie Ja oder Nein sagen zum Graskonsum. Und ich verspreche euch, ich werde auch nicht müde werden, das immer wieder zu sagen, und ich danke euch, dass ihr das auch schon seit so langer Zeit tut. Und jetzt lasst uns noch ein bisschen Spaß haben. Dankeschön.